So Leute, hier ist wieder euer Marokko Teddy. Sorry, dass das jetzt gerade so ein bisschen blöd war. Ich musste die ganze Zeit gucken. Live geht auch nicht, ja. Die meisten von euch kennen mich ja, dass ich hergehe und Videospiele streame. Heute möchte ich mal ein anderes Thema ansprechen, und zwar Neurodermitis. Ich habe es schon von klein auf an. Ich muss aber immer wieder feststellen, egal wie alt ich werde, dass die Leute draußen dennoch, obwohl es eine Krankheit ist, die schon bekannt ist, immer noch einen angucken, wie als käme man vom anderen Planeten. Ich erzähle euch so ein bisschen Real Talk-mäßig, wie das bei mir so abgelaufen ist. Ich habe es von klein auf an, wie gesagt, meine Mutter ist früher mit mir bei 8 verschiedenen Ärzten gewesen. Bis der letzte gesagt hat, Frau Teddy, ja, bei ihrem Sohn wird das dann nachher dann so aussehen, dass wenn er in die Pubertät kommt, er wird älter, dann wird es natürlich dann besser. Der sogar auch recht hatte. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe immer noch einen gewissen Hass auf Ärzte. Ja, also es ist egal. Also die studieren seit Jahren, haben Abitur und so ein Kram und letztendlich können sie ja trotzdem nicht richtig helfen. Ja, also was das angeht, seid ihr, die Betroffenen, seid die besten Ärzte, die es gibt, weil ihr wisst, worauf ihr reagiert und was ihr nehmen könnt. Geschweige, was ihr vertragt, was ihr wiederum nicht benutzen könnt, halt solche Sachen. Ich war jetzt heute zum Beispiel beim Arzt, bei mir ist das so als Köttel, ja. Da war es dann so, dass ich im Sommer immer Probleme hatte. Als Teenager war es dann so, dass ich im Winter Probleme hatte. Und jetzt ist das eben so, dass je nachdem, das ist dann wie, ich sag mal, wie bei den Schlangen, dass die ihre Haut wechseln, so ist das bei uns halt, oder zumindest jetzt bei mir, ich rede jetzt mal von mir, dass ich dann von warm auf kalt meinen Schub kriege, aber so richtigen Schub, den ich nicht mehr so schnell unter Kontrolle kriege, und dann halt andersrum. Ja, und jetzt war ich dann heute beim Arzt, wollte dann eigentlich Cortison haben, weil das ist das Einzige, wo ich dann quasi dann eine Verbesserung habe, weil wie ihr seht, ist das gerade bei mir richtig schlimm, vor allem dann hier in dem Bereich und hier so. Ich muss auch sagen, ein Bart jetzt wegzumachen, ist jetzt eigentlich Schwachsinn, weil gerade was Winter betrifft und so, speichert sich das bei uns Männern immer schön die Feuchtigkeit drin. Ja? Das heißt, es macht die Haut noch ein bisschen besser als wie sonst. Ja, also und deswegen lasse ich den Bart immer dran. Und vor allem jetzt, wo das gerade so ein bisschen schlimm ist, ist halt eh schlecht, sich dann zu rasieren. Auf jeden Fall, ich habe so einige Cremes ausprobiert, ja. Also er kannte mir heute natürlich nicht helfen. Er hat mir heute keine Cortison verschrieben, weil er für den Bereich nicht war. Dann war ich unten drunter, meine Hautärztin. Ja, kommen Sie dann im Februar, da haben wir einen Termin, eher spitzenmäßig. Also wenn ich was habe, dann komme ich an dem Tag, wo er es bei mir anfängt. Weil wenn ich jetzt wüsste, oh, in der Woche, da kriege ich dann Hautprobleme, vielleicht sollte ich mal einen Termin machen, damit ich dann rechtzeitig drankomme. Das ist so ein Schwachsinn, Leute. Okay, dann war ich bei der Apotheke, habe gedacht, okay, guckst du mal, was es Neues auf dem Markt gibt, weil ich habe ja wirklich so einiges ausprobiert und ich hasse es wie die Pest dann, wenn dann feststellen musst, da brennt was oder juckt oder wie auch immer. Und habe dann bei einer, ja, das war eine Kosmetikerin, bei der Apotheke, wohl bemerkt, wo ich das erste Mal war, und die sagt dann zu mir, probieren Sie mal das und das. Ich bin sicher, dass ich diese Salbe schon mal hatte. Ich werde sie ausprobieren und werde euch auf dem Laufenden halten, ob das jetzt bei mir wieder funktioniert hat, weil normalerweise lasse ich mir mal Cortison geben, ja, um das halt wieder schnell in den Griff zu kriegen. Ich kriege es ja nur einmal im Jahr. Also wenn man jetzt da dauerhaft Cortison kassiert, das ist natürlich dann nicht so prickelnd. Deshalb wäre es natürlich dann toll, wenn man das dann nur in kurzer Zeit hat, damit der Körper dementsprechend wieder abbauen kann. So, ich habe diese Salbe. Jetzt ist natürlich spiegelverkehrt. Ich werde euch das mal dann in die Kommentare dann schreiben, wie das dann richtig heißt. Aber zuerst möchte ich das eher testen, bevor ihr das ausprobiert. Weil ich das nicht mehr eigentlich so schlimm am ganzen Körper habe wie früher. Ich hatte es als Teenager und Kind habe ich das am ganzen Körper gehabt. Arme, Beine, Knie, Kehlen, Füße. Jetzt ist das bei mir halt immer das Gesicht, was betroffen ist. Hände ab und dann mal so ein bisschen trocken, ist klar.
Könnt mir ja gerne mal reinschreiben, was ihr so ausprobiert habt. Dann könnte ich mal testen, wie das vielleicht funktioniert bei mir. Es gibt ja drei verschiedene, ja. Es gibt ja die trockene, die nässene, es gibt die, die beides ist. Ich habe halt beides. Die letzten Tage, seit gestern zum Beispiel, seit Donnerstag, hatte ich ja nur am Nässen. So fängt das bei mir meistens immer an. Und okay, dann geht das eigentlich bei mir mal relativ durch die Kortison dann schnell wieder weg. Dann habe ich noch sehr viele Pröbchen gekriegt, wie Masken und so weiter. Das ist auch von der Firma Siriderma, genau wie die Creme, die ich ja jetzt habe.